Eine bunte Blumenwiese und schöne Bäume, das malen wir heute. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu meinem neuen Video. Schön, dass du da bist. Und hier siehst du schon, habe ich mit dem Himmel begonnen und dafür habe ich zuerst eine dünne Schicht Weiß aufgelegt, dann etwas Blau dazugenommen und ungleichmäßig miteinander auf dem Malgrund verwischt. Und so entsteht ein ganz natürlicher Himmel. Hier geht es jetzt weiter mit der Wiese und dafür verwende ich einen Naturborstenpinsel und der ist schon ein bisschen älter und franselig. Und ich empfehle dir, schmeiße deine alten Pinsel nicht weg. Solange sie die Borsten nicht verlieren, ist alles in Ordnung. Und sie geben deinem Gemälde das Besondere, das Extra. Denn sie haben Charakter. Und jeder Pinsel schenkt dir ein anderes Bild. Und hier siehst du nämlich manchmal helle Töne und dunkle Töne dazu, zu dem Grün. Und es entstehen ganz natürliche Lichter und Schatten auf der Wiese. Ich arbeite immer mit ganz wenig Farbe und in Schichten und das empfehle ich dir auch. So kannst du als Anfänger der Landschaftsmalerei ganz einfach Tiefe in dein Gemälde bringen. So, und jetzt malen wir die Bäume. Und dafür nehme ich dunkelbraun. Das habe ich ein bisschen mit Wasser vermischt. Und so lässt sich der Baumstamm ganz einfach auf deinen Malgrund bringen. Sollte es ein bisschen stumpf sein, kannst du noch ein bisschen Wasser dazu nehmen. Wir arbeiten ja in Schichten. Falls es zu transparent ist, malst du einfach nachher noch mal ein bisschen drüber. Nimm lieber wenig Farbe und eher einen transparenten Auftrag, bevor du zu viel nimmst und das irgendwie dann nicht mehr bewältigen kannst und nur noch die Farbe hin und her schiebst. Und dann kann es passieren, dass es eine Matschepampe wird und dass es dann nicht so richtig schön wird. Solltest du zu viel Farbe genommen haben, dann mach eine Pause, lass es trocknen und dann gehst es nochmal von vorne an. Eine schöne Baumkrone kannst du zaubern, indem du der Baumkrone Lichter und Schatten schenkst. Und so fange ich jetzt hier mit dunkelbraun an und in den nächsten Aufträgen werde ich dann immer heller. Und hier tupfe ich mit Gelb die letzte Schicht auf die Bäume und dabei achte ich auch darauf, dass das nicht zu viel Gelb überall wird. Es soll schon leuchten, aber die Baumkrone soll schön rund und kompakt wirken. Achte darauf, dass da noch ein paar Schattenbereiche bleiben.
Und wie die Blätter jetzt an den Bäumen entstanden sind, entsteht jetzt auch die Wiese. Und du siehst, den Pinsel halte ich jetzt eher flach. Und eben habe ich ihn eher nach oben gerichtet. Und so empfehle ich dir, versuche mal verschiedene Pinselhaltungen, halte ihn auch mal ganz hinten am Stiel, dann verlierst du ein bisschen die Kontrolle, halte ihn mal ein bisschen mehr waagerecht oder ein bisschen mehr senkrecht und du siehst dann, dein Pinsel schenkt dir verschiedene Bilder. Du kannst auch mal mit der Kante arbeiten oder mit der ganzen Fläche. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Ausprobieren. Das ist immer schön, was da so einem geschenkt wird. Mit einem Schlepperpinsel male ich jetzt ganz vorne in den Vordergrund, also in den unteren Teil deines Malgrundes, nur ein paar Halme. Und da empfehle ich dir auch, die Farbe relativ flüssig zu machen. Und dann fallen dir die Halme zu malen auch relativ einfach. Die Pinsel, die findest du auf meiner Homepage, Malen mit Anke. Und da habe ich eine Seite extra für euch erstellt, wo ihr das Material findet. Da sind auch noch weitere Ratgeber. Und ja, schau da gerne mal rein und lass mir gerne dein Feedback da oder schreib mir, was dir da noch fehlt. Und ich arbeite da fast jeden Tag dran. Und wenn du mich da unterstützen möchtest und mir sagst, was ich da noch füllen kann, dann das macht mich sehr glücklich und da bin ich sehr dankbar. Ja, und jetzt kommen die Blumen auf die Blumenwiese und es ist eigentlich ganz leicht. Hier fange ich jetzt mit roten Blumen an. Es mögen Mohnblumen sein, so wie du es möchtest. Es ist ja dein Gemälde. Und da nehme ich wieder den Rundpinsel und ich tupfe da Blütenblätter drauf. Eigentlich mache ich vier, fünf Punkte, die so im Halbkreis angeordnet sind. Und ich schaue auch immer mal, wo soll noch was hin? Und jetzt siehst du in der Ferne, male ich jetzt die Blumen, die in der Ferne liegen. Und da setze ich tatsächlich nur so einen Punkt hin. Das siehst du nicht mehr im Detail. Die Sachen, die ganz weit weg sind, die siehst du immer nur so schemenhaft. Und deswegen brauchst du da auch nur was andeuten. In meiner Fantasie hat die Blumenwiese Mohnblumen, Kornblumen und Gänseblümchen. Und so bin ich jetzt bei den Kornblumen angelangt. Und dafür darf das Blau so richtig leuchten. Es darf auch ein bisschen ins Lila gehen. Und deswegen habe ich da auch das Blau mit ein bisschen Pink vermischt. Jetzt kommen die Gänseblümchen und ich habe den Pinsel nicht ausgewaschen. Ich wasche sowieso sehr selten die Pinsel aus. Und so hat das Weiß jetzt noch einen kleinen Blaustich und das schenkt deiner Blüte direkt einen Schatten. Also die Blütenblätter schenken ja der Blüte auch Schatten und dieses Blau, was noch in dem Pinsel ist, deutet dann diesen Schatten an. Das ist wie bei One Stroke. Wie bei der One-Stroke-Technik, wo du den Pinsel mit mehreren Farben, mindestens mit zwei Farben füllst und so dann direkt Tiefe erzeugen kannst.
Probier das mal aus. Also ich empfehle dir, wasche deinen Pinsel nicht so häufig aus. Und jetzt spiele noch ein bisschen. Schenke deinem Gemälde Liebe. Wo soll noch was hin? Wo darf was verbessert werden? Stell es ein bisschen weiter weg. Lass es auf dich wirken. Mach mal ein Foto davon und dann wird es dir sagen, was noch zu tun ist. Und so bin ich jetzt auch schon fertig mit dem Video. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und es hat dir Freude gemacht. Ich wünsche dir gutes Gelingen bei allem, was du tust und alles Liebe. Deine Anke.